Herzlich willkommen zur heutigen Do-it-yourself-Kreatividee. Ich habe hier ein Bubbleglas, das habe ich beim Do-it-Garden gefunden. Mit dem gestalte ich euch heute ein kleines, schnelles Windlicht und habe hier auch noch die iSync 3D-Paste vorgenommen. Die ist jetzt hier in weiß und werde es dann mischen mit diesem Spray. Der ist in rosa oder pink. Das gibt eine tolle Kombination mit dem Weiß zusammen, ein helles Rosa und natürlich noch ein wenig Glitzer, damit das kleine Glas oder große Bubbleglas auch wunderschön leuchtet, wenn die Kerze darin ist. Legen wir zusammen los. Ich schalte gleich schnell mal um. Die Paste knete ich ein wenig noch durch, damit sie sehr gut aus dem Beutel kommt und kann danach mit dem Spachtel die Farbe hier mischen. Ich habe hier einen Plastikbeutel vorbereitet, darin war irgendein Stempelset verpackt und solche Verpackungen verwende ich dann nochmals für irgendetwas zu mischen. Da muss ich nicht etwas Neues hervornehmen. Und jetzt spreche ich da ganz wenig von dem darauf und mische es hier so auf den Beutel. Ich habe bereits einen Handschuh angezogen, falls ich es dann mit dem Finger auftragen werde, geht es schneller als mit dem Spachtel und ich habe die Hände wieder sauber zum Weiterarbeiten, damit meine Kamera nicht irgendwie verkleckert wird. So, das ist glaube ich schon genug Rosa jetzt für meine Verhältnisse. Man könnte es natürlich noch ein wenig mehr dazu mischen. Ich lasse es mal so oder ein wenig. So. Und jetzt kommt diese ganze Masse ins Glas hinein. Mit dem Finger oder der Hand ist man wirklich viel schneller beim Arbeiten, finde ich. Und ich muss nicht noch irgendwelche zusätzlichen Werkzeuge auswaschen, abwaschen. Und ihr seht, es sieht so richtig kitschig rosa aus für Rosa-Liebhaber oder Barbie-Liebhaber oder was auch immer, ist das die perfekte Farbe. Man kann natürlich auch das mit einer anderen Farbe mischen und zwar gibt es das auch in Gelb. Da gibt es dann zu Ostern etwas zu sehen. Es gibt es auch in Blau, Grün. Es hat da verschiedene Farben, die man verwenden kann. So. Jetzt hier unten noch ein wenig und dann sind wir, glaube ich, schön durch. Voilà. So, jetzt kann ich den Handschuh mit dem kompletten Beutel fortwerfen. Der Spachtel wird danach noch ausgewaschen. Und jetzt kommt natürlich noch ein wenig Glitzer hinein, damit dann, wenn die Kerze angezündet wird, das Ganze auch wunderschön funkelt. So. Und so habt ihr ein wunderschönes rosafarbenes Windlichtglas, das ihr verschenken könnt, sei es auf Muttertag oder vielleicht auch füllen mit etwas Süßem. Sieht doch wunderschön aus. Und so sieht das rosafarbige Windlicht aus, sehr schnell gemacht. Es trocknet auch sehr schnell und man kann es, wie gesagt, auch in anderen Farben mischen. Es gibt noch andere Varianten. Ich zeige euch dann zu einem späteren Zeitpunkt noch das Gelb sicher und das Grün kommt auch noch an die Reihe. Aber heute wollte ich mal passend zum Monat Februar in Rosa oder Rot bleiben. Ich wünsche euch jedenfalls viel Freude und auf Wiedersehen.